Konnichiwa, meine Freunde, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Assassin's Creed Syndicate. Wir spielen das DLC Jack the Ripper und schaut euch mal an, wer sich hier alles angesammelt hat und uns angafft, weil wir hier oben sind. Verpisst euch mal! Schaulustigen Idioten! Oh, was machst du denn, Mädel? Geh doch mal runter hier. So, was ist das? Letztes Mal dachte ich, es ist eine Leiche. Von hinten sieht das aus wie so eine Leiche. So, spielen wir das mal. Was auch immer das ist. Halten Sie den Kunden nicht... Blablabla. Nochmal. Halten Sie den Kunden mit nicht tödlichen Mitteln davon ab, brutal zu werden. Wenn Sie erfolgreich waren, bringen Sie den ausfälligen Kunden zu Nelly. Sie müssen den Kunden öffentlich beschämen und bloßstellen, indem sie auf dem Weg zurück Nelly durch Menschenmengen gehen. Was? Was ist das denn für ein Kack? Interessant. Oh, das ist mit Zeit. Was will die denn hier? Du bist tot. Was? Ich verstehe gerade gar nicht, was ich machen soll. Gefangen nehmen. Ey! Sie! Lassen Sie das! Kleiner Bastard. Ach, jetzt kann ich auch noch klettern, ist klar. Willst du mich verarschen? Jetzt reicht mir aber nicht. Wir sollen ihn blamieren. Oh, das ist ja lustig. Wir können ihn jetzt wirklich blamieren, wir müssen zu den Menschenmengen. Looks like trouble is brewing. Ganz ruhig, dann tue ich dir nichts. Das ist ja gut, was immer du willst. Ja, was immer ich will. Was willst du, Bastard? Nein, nicht töten, nicht töten. Nimm ihn doch mal gefangen. Komm hier nicht nochmal in die Seele. Du Penner, Alter. Wegen dir habe ich nur Stress hier gerade. Ey, willst du mich verarschen? Komm mal jetzt mit. Hä, warum kann ich den nicht nehmen? Was soll die Scheiße? Warum haut denn der mal ab? Für eine Kacke, der ist immer abgehauen einfach. Hör jetzt auf zu stressen. Ich krieg gleich voll die Ausraster hier. Machen wir einen Spaziergang. Ich will aber nicht, dass du irgendwas sagst. Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Dann gehen wir mal hier lang. Hör jetzt auf, dich zu wehren. Schrei und das wäre dein letzter. Du hilfst mir nicht, du wirst jetzt blamiert. Hör auf zu stressen. Lösen wir das auf die sanfte Tour. Ja, lacht ihn aus, macht ihn fertig, diesen kleinen Penner. Hier. Kein Tor. Geh einfach. Was soll ich jetzt mit dem machen? Den sollen wir jetzt zu Nelly bringen. Hier. Nimm diesen Penner. Nimm ihn. Wow, was war denn das für eine anstrengende Scheiße? Was
für ein Mann erfreut sich daran, ein wehrloses Mädchen zu verletzen? Oh Gott, bitte, lass mich gehen. Ist doch Meine gut. Frau bringt mich um. Jetzt tut's dir leid, was? Rühr nie wieder eins von uns Mädchen an, verstanden? Wir wissen, wer du bist. Oh, Kerle, die Frauen schlagen, die kleinen Ratten. Die haben es verdient. Ganz schön brutal, was die hier einen aufzwingen, was man machen soll. So. Okay, diese Aufgabe war schon ein bisschen kompliziert, muss ich mal sagen. Ein Bordell. Bordellangriff. Was zum Teufel? Was willst du, kleiner Penner? Immer am Stressen hier alle. Alle keinen Respekt mehr. Wie kriege ich meinen Respekt wieder hier? So, wir haben 12 Fähigkeitspunkte. Ich schaue mal, ob ich was damit machen kann. Ja, das hier. Der Folterer. Ich mag dieses komische Angstzeichen da. Und dieses Gesicht mit diesem offenen Mund. Das sieht voll lustig aus. Ach ja. Verpisst euch doch mal. Immer alle im Weg hier. Oh ja, guck mal, wir haben ihn mitgezogen. Aber er lebt noch. Scheiße. Ja, schneller! Zieh die Bremse! Schauen wir uns mal das Bordell an, was wir da machen sollen. Ganz ruhig. Bewegung! Schneller! Huch, oh mein Gott, hat das gerade gehangen. Langsam. Ein Bordellangriff. Ich gehe mal erstmal aufs Dach und schau mal, was wir hier machen sollen. Ist ja alles neu für mich. Die armen Mädchen verloren ihre Freiheit. Was will die denn hier? Haben die mich jetzt gesehen? Oh mein Gott, was zum Teufel? What? Darum muss ich jemanden kümmern. Das sind ziemlich viele Leute. Du hast es hinter dir, nicht wahr? Ich muss sie echt mal ein bisschen dezimieren, das sind ziemlich viele. Das ist sozusagen wie Kinderbefreiung, nur dass es jetzt die Prostituierten sind, die wir befreien sollen. Und wir sollen keine Prostituierten sterben lassen. Übel. So, wie komme ich denn jetzt hier überhaupt rein? Ich muss auch aufpassen, dass hier nicht irgendwie einer noch auf dem Dach rumlungert, so wie der hier. Ja, er hat schon Angst. So, hier irgendwo ist noch einer auf dem Dach. Kann das sein? Der ist durchgestrichen. Warum ist der denn so komisch durchgestrichen? Was war das? Das ist dein Tod. Das war es. Ach, der kann klettern. Ist ja süß. Was ist das denn? Geiler Bug. Alles klar, Leute. Alles klar. Alles klar. Wie geil ist das denn? Den kann man aber nicht versteckt nennen. So, wir machen erstmal hier draußen ein bisschen
So, was haben wir denn alles? Angstbomben, 4 Stück. So, der macht jetzt sein Ding da draußen. Gut, ihr Halbaffen, macht euch bereit. Der Erste, der eine Kugel in Miss Fry's Kopf jagt, verbringt eine ganze Stunde mit einer von Lady O's Schönheiten. Was ist denn mit dir los? Du belohnst sie, damit die mich killen? Ist ja nicht dein Ernst. Schaff! Brauchst du dabei Hilfe? Ist ja nicht dein Ernst, mein Freund. Toll, ich komme an den gar nicht ran. Ich komme an den nicht ran hier. Scheiße, jetzt kommt der hierher. So, ein bisschen vorsichtig hier agieren. Ich will ja keine Frau irgendwie, dass sie stirbt. Kannst du mal weggehen? Ich will hier was erledigen. Nur die dürfen sterben. Ladies, ich befreie euch. Du suchst nach Ärger, nicht auch weg von mir. Versuch das bitte nicht. Was? Ich hab doch. Hä, hey, was ist denn mit euch schief, ey? Ich rette euch doch. Warum soll ich euch töten, wenn ich jetzt hier reingehe und euch befreie? Das hat doch keinen Sinn. Doch so einen Scheiß zu labern. Wow. Das bitte nicht mit mir, Miss. Die hat hier nichts zu suchen. Lass deine teuflischen Hände von mir. Töte mich nicht. Ich wollte dir nichts tun. Bitte, bleib doch weg von mir. Lass deine teuflischen Hände von mir. Mann, jetzt halt doch mal den Sabbel. Bitte nicht mit mir, Miss. Hey, ich töte die gleich, weil die zu viel reden. Lass diese Frau nicht zu den Mädchen. Tötet sie, wenn sie näher kommt. Bastard. Komm schon! Puh, das war knapp. Haut ab. Ihr bringt mich ganz schön in Schwierigkeiten. So, da oben sind noch eine ganze Menge. Oh Mann, warum siehst du mich denn immer? Du suchst nach Ärger, nicht wahr? Töte mich nicht. Ich wollte dir nicht von mir. Lass deine teuflischen Hände von mir. Töte mich nicht. Ich wollte dir nichts tun. Du suchst nach Ärger, nicht wahr? Töte mich nicht. Lass deine teuflischen Hände von mir. Versuch das bitte nicht mit mir, Miss. Jetzt kommt der Nächste. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich mich konzentriere. Ich will versuchen, dass keine stirbt, aber ist nicht so einfach. Deine Schuhe brauchst du jetzt auch Nein. nicht mehr, oder? Tja, wenn irgendwas muss... Aber doch nicht mit Schuhe, über Schuhe. Was ist denn mit dir, Alter? Was ist mit dir verkehrt? Die haben sie doch nicht alle. Komm mir nicht zu nah! Bitte! Du suchst nach Ärger, nicht deine teuflischen Hände von mir! Komm mir nicht zu nah! Bitte! Nein! Bitte nicht! So, hau ab. Bitte, Fresse! Wie undankbar sind die? Ich riskiere hier mein Leben für euch.
habe einen riesen Fehler gemacht. Ach, hab doch gesagt, du sollst aufpassen. Komm her. So. Ihr Schweine habt kein Recht mehr zu leben. So, hau ab, Lady. Oh, das ist schon ein bisschen komplizierter hier. Und schwerer. Mann, warum soll ich denn immer wegbleiben? Ich rette euch doch. Evie Fry, du hast soeben dein Todesurteil unterschrieben. Komm schon! Bitte, bleib doch weg von mir. Ich bin nicht zu nah. Ich soll dich von deiner Mama grüßen. Ihr Bastarde! Ich mach euch so fertig. Jetzt geht's los. Du kriegst keine Angst, ja? Bist du sicher, dass du keine Angst kriegst? Bastard! Oh ja, das macht Spaß. Es gibt nicht einen Menschen in diesem Viertel, der uns wie Sie verteidigt hätte, Miss Evie. Nicht zu danken. Vielen Dank. Frauen halten zusammen. Das macht echt Spaß, muss ich mal wirklich sagen. Großer Spießbeutel. Das klingt so bescheuert, aber okay. Sehr schön. Und wir haben eine Menge Kohle bekommen, dann können wir uns doch was Schönes gönnen jetzt, oder? An Waffen. So, schauen wir mal. Inventar. Waffen, Assassinenhandschuhe, Schusswaffen. Ich möchte gerne eine neue Waffe. Wie wär's denn mit der hier? So nach und nach immer eine kaufen. Die sieht doch nicht schlecht aus. Ziemlich beeindruckend. Warte, kann man die auch upgraden? Ja, kann man. So, schön upgraden. Was ist eigentlich mit der anderen? Kann man die auch upgraden? Nein. Das ist einfach die Standardwaffe. Handschuhe, dafür habe ich jetzt keine Kohle mehr. Da ist alles noch... Das ist nicht freigeschaltet. Ich möchte mal die Pistole ausprobieren. Wie die so... Was sie so für ein Geräusch macht. Die ist ziemlich geschmeidig in der Hand. Das ist ja süß. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Das macht schon Spaß. So, hier ist alles... Diese böse Atmosphäre, das gefällt mir irgendwie. So alles düster und gemeingefährlich. Schändlicher Missbrauch. Schon wieder so ein Shit, ey. Was ist das? Kampfclub. Ach, das war das hier. Vermisste Frauen. Oh, hallo. Das ist ja schon eine Menge wieder hier. So, ich möchte, ja, schon wieder hier so einen fertig machen. Und zwar mit den Leuten, die den dann... Also, das ist ja diese Mission, was wir am Anfang hatten. Oder mal abgehauen ist der Penner. Brauchen Sie Hilfe auf den Straßen? Boah, Schatzkarten. Hui. Ja, gib mal her. Es ist immer so mühselig, die ganzen Truhen zu finden. So, die sind ja ziemlich billig, diese Angstbomben. Heute Abend gibt es ein Festmahl. Ja, warum soll ich das essen oder was? Was haben die denn immer für Probleme? So. Schandmeile. Wir werden ihn jetzt schänden. Ich meine, ja, eigentlich ist das doch so, oder? Er wird von den Leuten dann geschändet. Mit Worten. Aber das hat er ja verdient. Egal, wer das wieder ist. Ich guck mal kurz auf die Karte mit die Schatztruhen. Sieht man jetzt alles? Ui, oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Heilige... Heilige! Das soll ich wieder alles sammeln? Oh, da habe ich ja privat wieder viel zu tun hier. Aber gibt es viel Kohle, deswegen sind die Sachen auch so teuer wahrscheinlich. Haben sie toll gemacht. Gratulation!
Aber hey, für so ein DLC ist das schon ziemlich viel zu machen. Sowas mag ich. Ich hoffe, der DLC geht auch ein bisschen. So. Ich will wieder spielen, kommt. Yay, ich kann auch spielen. Wo ist denn der Ball? Da rollt er. Tor! So. Alles klar. Okay, ich mache jetzt aber erstmal hier einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part und dann werden wir diesen Typen fertig machen, der die Frau irgendwie wehtun möchte. Schaltet dann wieder ein und bis dann.